oder eben ohne diesen Maximilian Bräunig jetzt von Beginn an Patrick Lienhardt rückt dafür noch eine Position weiter nach oben. Nach seiner Gelbsperre von Beginn an mit dabei. Ansonsten ändert sich nichts am Personal. Wieso sollte es das auch? Denn über den längsten Saisonverlauf, 37 eingesetzte Spieler bisher, letzte Saison waren es ja sogar 39. Und damit sind wir unterwegs. Anstoß für die Gäste aus Regensburg in den grünen Trikots. Und gerade von den Regensburgern sollte man doch ein bisschen mehr Inspiration erwarten können. Jetzt Lienhardt mit einem super Anspiel für Ambros. Legt ihn nochmal in die Mitte. Da ist Lungwitz! Da ist das 1:0! Freiburg führt! Und jetzt hat sich Regensburg aber mal ganz, ganz den Aufstieg jagt. Und damit endet diese erste Hälfte auch mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber. Umstellung auf 4-4-2. Meier, der da auf die rechte Außenbahn rücken wird. Faber, das haben wir auch schon gehört. Hinten auf die Rechtsverteidigerposition. Die Musik läuft. Die brasilianische Musik im Hintergrund jetzt auch zu einem brasilianischen Spiel verhilft. Es gibt zumindest mal die Ecke für den SSV Jahn Regensburg. Jetzt ist die Musik aus. Jetzt kommt der Eckball in die Mitte. Da ist Garner aus. Am langen Pfosten. Bräunig gehalten. Beste Chance. Steht aber wieder spät weiter. Ecke kommt von der linken Seite. Die ist richtig gut. Und das ist das Tor zum Ausgleich. Christian Fietz. Wieder auf den kurzen Pfosten. Und per Standard meldet sich Lungwitz. Wird runtergehen. Für Mansabi. In der Mitte ist Lienhardt mit dabei. Mansambi will es selber machen, bleibt hängen. Nochmal Mansambi! 2:1! Aus dem Nichts! Freiburg führt wieder! Der eingewechselte Johan Mansambi! Dieses Mal nimmt der Sturm mit auf der linken Außenbahn. Rein in die Mitte. Schuss gelegen. Tor! Luca Marino! 3:1! Regensburg wackelt! Fied nimmt ihn nochmal mit dem Kopf mit, verfolgt von Mansambi. Brian Hein mit dabei. Und jetzt ist Schluss. Regensburg verliert 3:1 beim SC Freiburg 2. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.